Hallo, herzlich willkommen zu einem Erklärvideo der Reihe Musterlösung Grundschule SH Datenablage online nutzen. Dieses Video richtet sich an Lehrkräfte von Schulen, an denen die Musterlösung Grundschule, die unterrichtliche IT-Lösung des IQSH, eingerichtet ist. Thematisch geht es in diesem Video um die Nutzung der schulischen Datenablage von zu Hause oder einem anderen Ort außerhalb der Schule. Zum Beispiel, um Schülerinnen und Schülern sowie Eltern Materialien zum Download bereitzustellen. Ob die Datenablage Ihrer Schule für die Online-Nutzung freigegeben wurde, erfahren Sie von Ihrer Schulleitung bzw. dem oder der Medienbeauftragten Ihrer Schule. Die Videoreihe besteht aus drei Teilen. In Teil 1 wird gezeigt, wie man sich an der Datenablage anmeldet, sowie Material herunterlädt und hochlädt. Wie man Einträge kopiert, verschiebt, umbenennt, löscht, öffnet sowie Ordner erstellt, erfährt man in Teil 2. Im letzten Video wird gezeigt, wie man Materialien für Schülerinnen, Schüler und Eltern freigibt und öffentlich bereitstellt. Sie sehen jetzt das erste Video, in dem gezeigt wird, wie man sich an der Datenablage anmeldet, sowie Material herunterlädt und hochlädt. Im ersten Schritt zeige ich, wie man sich an der schulischen Datenablage anmeldet. Dafür bekommt man einen Link, der aus dem Namen der Schule, gefolgt vom Domainnamen synology.me besteht. Beispiel: gs-musterhausen.synology.me. Diesen Link gibt man in die Adresszeile eines Browsers ein. Es öffnet sich dann die Weboberfläche der Datenablage. Über dem Login-Bereich sollte der Name der Datenablage, das ist im Normalfall der Schulname, auftauchen. Schließlich gibt man die zugewiesenen Login-Daten ein und bestätigt mit Anmelden. Die Frage zum Abspeichern des Passwortes sollte aus Sicherheitsgründen mit Nicht-Speichern beantwortet werden. Im Anschluss öffnet man die Anwendung FileStation, die ähnlich wie der Datei-Explorer unter Windows oder die Dateien-App bei iPads aufgebaut ist. Auf der Datenablage der Schule sind bereits drei Überordner eingerichtet, und zwar der Ordner Daten, der Ordner Lehrer und der Ordner Öffentlich. Der Ordner Daten ist ein schulinterner Ordner mit Klassenordnern. Lehrkräfte können per Webbrowser, also wie eben gezeigt, auf den Ordner zugreifen. Alternativ kann im Unterrichtsnetz, also direkt in der Schule, von schuleigenen Geräten bzw. Dienstgeräten auf diesen Ordner zugegriffen werden. Das können Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Somit ist dieser Ordner ein gemeinsamer Tauschordner. Auf den schuleigenen Endgeräten der Schülerinnen und Schüler ist der Ordner fest in der jeweiligen Dateianwendung eingerichtet. Oben sieht man den Ordner im Datei-Explorer auf Windows-Geräten und darunter in der Dateien-App auf iPads. Der Ordner Lehrer ist ebenfalls ein schulinterner Ordner. Zugriff haben hier allerdings nur Lehrkräfte. Der Zugriff kann per Webbrowser erfolgen oder, wie oben zu sehen, innerhalb des Unterrichtsnetzes per Dateianwendung, zum Beispiel von einem Lehrkräfteendgerät. Der Ordner Öffentlich ist, wie der Name schon sagt, ein öffentlicher Ordner. Lehrkräfte können hier in freigegebenen Ordnern Materialien für Schülerinnen, Schüler und Eltern bereitstellen. Zugang haben ausschließlich Lehrkräfte, die per Webbrowser auf den Ordner zugreifen. Schülerinnen, Schüler und Eltern können über einen Freigabelink lesenden Zugriff auf bestimmte Ordner erhalten. Wie das funktioniert, wird dann im dritten Video der Reihe erklärt. Zum Herunter- bzw. Hochladen von Materialien müssen folgende Schritte durchgeführt werden. Zunächst per Klick bzw. Doppelklick den Hauptordner wählen. In diesem Fall wähle ich den schulinternen Ordner Daten. Dort wechsle ich in den Unterordner, hier zum Beispiel der Klassenordner der 2a. Dort befindet sich bereits eine Videodatei, die ich auf mein Endgerät herunterladen möchte. Dazu erst die betreffende Datei per Klick auswählen und markieren und dann über Aktionen den Menüpunkt Download wählen. Oben rechts im Browser wird dann der Status des Herunterladens angezeigt. Nach dem Download kann man die Datei zum Beispiel direkt öffnen oder sich den Speicherort der Datei anzeigen lassen.
Zum Hochladen einer Datei geht man folgendermaßen vor. Zunächst in den gewünschten Ordner und Unterordner wechseln. Ich wähle den schulinternen Ordner Daten und dort den Klassenordner der 3a. Dort möchte ich eine Videodatei für den morgigen Sachunterricht bereitstellen. Ich wähle im Menü Hochladen und kann dann dort die Methode Überspringen bzw. Überschreiben wählen. Bei der Option Überschreiben werden bereits vorhandene Dateien mit demselben Namen überschrieben. Bei der Option Überspringen bleibt die vorhandene Datei im Ordner erhalten und die neue Datei wird nicht kopiert. Ich wähle hier die Variante Überschreiben. Im folgenden Schritt dann die Datei auf dem eigenen Endgerät auswählen und mit Öffnen bestätigen. Oben rechts am Bildschirmrand sieht man ein Pfeilsymbol. Dort wird der Status des Hochladens angezeigt. Die Datei ist jetzt hochgeladen. Je nach Internetanbindung der Schule bzw. eigener Internetanbindung kann es sein, dass das Hochladen von größeren Dateien wie zum Beispiel Videos sehr lange dauert und dann gegebenenfalls anders realisiert werden muss. Alternativ kann man auch die Drag-and-Drop-Methode zum Hochladen von Dateien verwenden. Dazu muss man im Datei-Explorer oder in der Dateienanwendung des Endgeräts eine Datei auswählen, diese dann bei gedrückter Maustaste in den Bereich des Synology-Ordners herüberziehen und, wenn dort das Kopieren-Symbol erscheint, die Maustaste loslassen. Im Anschluss wieder entscheiden, ob gegebenenfalls vorhandene Dateien mit dem gleichen Namen überschrieben werden sollen. Damit die Frage beim nächsten Mal nicht erneut auftaucht, kann der Browser sich die Antwort auch merken. Ich wähle das Überschreiben von Dateien und die Datei wird rüberkopiert. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und Sie können die vermittelten Inhalte für die Organisation Ihres Unterrichts gebrauchen.